Die Faszination für das Fliegen war bei mir schon ganz früh da, seit meiner Kindheit. Und aus dem Fenster zu schauen und zu sehen, wie ein Flugzeug landet, weil ich ihm die Landefreigabe gegeben habe, das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Außenstehende denken oft, dass sich Flugzeuge am Flughafen selbstständig bewegen, wie Fahrzeuge im Straßenverkehr. Tatsächlich findet aber keine Bewegung statt ohne vorherige Freigabe und Kommunikation. Dabei ändern sich die Rahmenbedingungen am Flughafen ständig. Das Wetter spielt zum Beispiel eine große Rolle. Als Fluglotsen üben wir im Auftrag der Bundesregierung die Lufthoheit aus. Das bedeutet, dass wir den Luftverkehr im deutschen Luftraum sicher und effizient lenken. Wir sitzen im Tower, haben Funkkontakt zu den Piloten und regeln den rollenden und fliegenden Verkehr am Flughafen und im Nahbereich vom Flughafen. Fluglotse zu sein bedeutet eben nicht, auf dem Vorfeld zu stehen und mit Kellen zu arbeiten. Wir haben die Aufgabe, als Towerlotsen Start- und Landefreigaben für die Pisten zu geben, die Sicherheitsabstände im Luftraum herzustellen und Gefahren schnell abzuwenden. Die Verantwortung ist eine große Herausforderung, aber in einem sehr positiven Sinne. Die Atmosphäre bei uns ist immer sehr ruhig und konzentriert. Man muss bei der Sache bleiben, schnell reagieren und dabei einen kühlen Kopf bewahren. Mein Name ist Julia Bette und ich arbeite als Towerlotsin bei der Deutschen Flugsicherung.